Alles klar? Mhm. Ein Albtraum. Was für einer? Das zu erklären würde ewig dauern. Bis zur Dämmerung ist es noch hin. Wir haben Zeit. Ich habe von Kaya Morin geträumt. Ich würde lieber nicht drüber reden. Damit ganz fix, bevor wir antworten, herzlich willkommen zurück bei Witcher 3 und bei der zweiten Folge. Ich würde sagen, wir vertrauen uns ihm an. Er ist schließlich anscheinend unser einziger Reisegefährte. Er begann im Gästezimmer in Kaer Morhen. Ich entspannte mich in der Wanne und neben mir war... Triss? Yennefer. Seltsam nicht. Sie war nie da. Mein Traum wirkte aber ganz echt. Hat sie wegen irgendwas herumgenörgelt? Wirklich lebensecht. Wir finden sie schon. Dann haben wir mit Ciri geübt. Im Traum ging ich los und suchte Ciri. Wir übten. Das waren noch Zeiten. Kleine Teufelin. Ich habe Kinder ausgebildet, die schneller und stärker waren. Aber keins hatte ihren Charakter. Er ist nicht gut ausgegangen, oder? Dein Traum. Nein. Die wilde Jagd tauchte auf und griff Ciri an. Ich konnte mich nicht rühren, stand da wie angewurzelt. Es war nur ein Traum. Zeit zum Aufbruch. Ciri in meinen Träumen. Vielleicht ist sie in Gefahr. Es war mehr. Das ist das Problem. Wenn ich bisher von Ciri geträumt habe, stimmte was nicht. Sie war in Gefahr. Wir haben sie gelehrt, sich gegen alles zu verteidigen. Auch gegen Geister. Zeit zum Aufbruch. Es dämmert bald. Brechen wir auf. Warte. Zeig mir den Brief von Yennefer. Vielleicht habe ich da einen Hinweis übersehen. Du hast nichts übersehen. Wir sollten uns in Weidendorf treffen. Das hat sie geschrieben. Inzwischen hat die eine oder andere Armee das Dorf niedergebrannt. Uns bleibt nur, ihrer Spur zu folgen. Also... Hör kurz auf zu reden und gib mir den Brief. Was sagt man dazu? Er riecht wirklich nach Flieder und Stachelbeeren. Du wolltest ihn lesen, nicht beschnüffeln. Wir müssen uns sehen. Bald. Weidendorf bei Wysima. Keine weiteren Hinweise. Was ist das für ein PS? Ich hab das Einhorn noch. Privatsache. Ein Einhorn, das wir mal als Bett benutzt haben. Privatsache. Eine Privatsache. Eine sehr private. Aha. Verstehe. Glaube ich jedenfalls. Vielleicht nicht ganz. Und das wird wohl das Beste sein. Zurück zum Thema. Wie viel Vorsprung mag Yennefer haben? 2-3 Tage. Die Spur ist frisch. Aber sie führt wohl zur Hauptstraße. Da wäre sie schwer auszumachen. Warte, hörst du das? Ich höre und rieche es. Ghule. Na dann auf in unseren ersten Kampf. Monster, das Leben auf dem Festland und auf Skellige ist hässlich, brutal und kurz. Der Krieg verwüstet das Land und die er verschont leben in ständiger Angst vor den zahllosen Monstern, die vor den Städten und Dörfern lauern. Monster werden mit einem silbernen Gesundheitsbalken über dem Kopf dargestellt, der anzeigt, dass du mit dem Silberschwert gegen sie kämpfen solltest. Ich steck's ja gerade weg. So, okay. Anvisiert. Gehen wir mal in den Kampf über. So, wie viele haben wir denn? Bisher habe ich 3 gesehen, oder waren es jetzt schon 4 mittlerweile? Wow, jetzt wird man sogar von hinten angegriffen. So, ein Hammer. Okay, das springt dann automatisch zum nächsten über. Gut, ich habe nicht viel von dem Spiel vorher gelesen, weil ich mich ungern spoilern lasse. Aber ich habe gelesen, dass selbst solche kleinen Gegnermassen Probleme bereiten können. Deswegen sollten wir nicht einfach drauf losstürmen, sondern schon mit Bedacht auch an die ganze Sache rangehen. So, was haben wir denn hier? Wir haben doch hier Feuerschaden, genau. So. Ist unsere Magie auch ein. Hinter dir ist einer. So. Und jetzt noch ein schwerer Angriff. Einen haben wir noch.
Ach, die Ausdauer muss erst aufgeladen werden. Okay. Adrenalinpunkte. Wenn du Gegner angreifst und triffst, erhältst du Adrenalinpunkte. Bestimmte Fertigkeiten gestatten dir das Ausführen von Spezialangriffen, für die Adrenalinpunkte erforderlich sind. Diese werden beim Einsatz verbraucht. Außerhalb des Kampfs verringern sich deine Adrenalinpunkte allmählich. Na klar. Wenn Armeen durchziehen, folgen ihnen Nekrophagen. Gehen wir, bevor noch mehr auftauchen. Ein Moment. Vitalitätsregeneration. Du kannst Vitalität regenerieren, indem du isst oder trinkst oder mindestens eine Stunde lang meditierst. Hinweis: Auf den Schwierigkeitsstufen Blut, Schweiß und Tränen, was wir haben, kannst du durch Meditieren keine Vitalität regenerieren. Essen und Trinken kannst du auf den Plätzen für Konsumgüter ablegen, um während des Kampfes rasch darauf zugreifen zu können. Drücke Steuerkreuz nach oben oder unten, um sie zu verzehren und Vitalität zu regenerieren. Es befinden sich Lebensmittel auf dem oberen Platz für Konsumgüter. Drücke Steuerkreuz nach oben, um sie zu essen und einen Teil deiner Vitalität zu regenerieren. Drücke zweimal Erstmal kurz essen. Was haben wir jetzt gemacht? Da. X, um aufs Pferd aufzusetzen. Habe ich dir von dem Zauberer erzählt, der ständig davon geredet hat, wie nützlich sie doch sind? Auf das Pferd Plötze. Oh, unser Pferd heißt Plötze. Weil man aus ihrem Blut Tränke brauen kann? Los, los! Nein, weil sie Leichen fressen und damit Epidemien verhindern. Wusste er, dass sie auch lebendige Menschen fressen? Nein, er war bestürzt. Es widersprach seiner Theorie. Es sieht doch großartig aus. Schaut es euch an. Boah. So, weiter geht's. Wo müssen wir überhaupt lang? Wir haben 4 Brot, 2 Wasserflasche. So, oha, Plätze. Dahin haben wir eine Ruine. Ah, okay. Wenn wir uns beeilen, beeilt er sich. Drücke in der Bewegung 2x und halte es gedrückt, um zu galoppieren. Der Krieg läuft nicht gerade zu unserem Vorteil. Haben wir denn eine Seite? Die nördlichen Königreiche. Radovitzreich, meinst du? Temerien und Edirne gibt es nicht mehr. Radovid hat versprochen, die alten Grenzen wiederherzustellen, sobald er den Krieg gewonnen hat. Und das glaubst du? Irgendwas muss man glauben. Das hält einen aufrecht. Es sieht schon sehr, sehr geil aus. Muss ich wirklich sagen, wir essen mal noch ein Stück Brot. Gehen wir? Hilfe! Hilfe! Ist er weg? Ja. Komm raus. Gott, das war knapp. Ich dachte schon, ich ende wie mein Pferd. Wenn du Glück gehabt hättest. Dein Pferd ist sofort gestorben. Aber Greife spielen gerne mit ihrer Beute. Fressen sie bei lebendigem Leibe auf. Aha. Ihr wollt wohl eine Belohnung haben, nehme ich an. Du schuldest uns nichts. Ein paar Kronen wären nicht schlecht. Der ist so strunzendumm, glaube ich. Also ich weiß es nicht, so wirkt er jedenfalls. Du schuldest uns nichts. Du schuldest uns nichts. Du warst in Not, wir haben geholfen. Und da heißt es, Hexer wären herzlos und dass sie ohne Bezahlung keinen Finger krumm machen. Es heißt auch, Mäuse entstünden aus faulendem Stroh. Zurück zur Spur.
Wie gesagt, die führt zur Hauptstraße und endet dort. Sie ist verwischt. Sucht ihr jemanden? Ja, eine Frau. Was schert dich das? Na, vielleicht hat er sie gesehen. Ja, eine Frau. Mittelgroß, lange schwarze Haare. Hast du so jemanden gesehen? Nein, aber hier in Weißgarten gibt es eine Herberge. Die einzige, weit und breit. Da kommen viele Reisende durch. Vielleicht erfahrt ihr etwas. Außerdem, die Wirtin ist meine Cousine. Sagt ihr, dass Bram euch schickt? Sie wird euch wie ein Familienmitglied behandeln. Keine schlechte Idee. Zumal diese Wunde gereinigt werden muss. Pah, kaum ein Kratzer. Aber ein Schnaps wäre jetzt recht. Schön kühl. Direkt aus dem Keller. Gehen wir. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir auch. Flieder und Stachelbeeren. Ein neuer Eintrag wurde dem Bestiarium hinzugefügt. Wir klingen das hier mal an. Upsa, jetzt bin ich komplett, wo bin ich denn jetzt hin? Ach, das wäre das Meditieren. Aber das bringt uns ja nichts. Glossar, Bestiarium, greifen. Ja, ich würde mal vorschlagen, dass ihr... Ich versuche jeden neuen Beitrag mitzunehmen. Wenn ich sie alle vorlesen würde, würde das, glaube ich, ein bisschen unnötig Zeit in Anspruch nehmen. Die, die mich sehr interessieren, lese ich natürlich gerne vor, aber im Zweifel drückt jetzt einfach Pause und dann könnt ihr es euch anlesen. Anlesen, anschauen, meine ich. Was haben wir hier? Hybriden. Hier haben wir noch Ghule. Und hier haben wir die Hybriden. Okay, geht klar, gut. So, können wir mit ihm hier trotzdem noch über was reden? Sei gegrüßt. Sei gegrüßt, wir haben... Ach, egal. Ich reg mich gar nicht erst auf. So, dann steigen wir mal wieder auf unser Pferd Plötze. Komm, hoch. Na los, ich drück doch X. Ohne zu lenken, dann folgst du dem Straßenverlauf automatisch. Ah, cool. Beweg dich. Ach, beweg dich. Jetzt sei mal nicht so böse zu Plötze hier. So, X gedrückt halten. Funktioniert's? Ja. Also, ein Greif so nah am Dorf? Seltsam. Das habe ich auch gedacht. Im Wald oder in den Bergen, klar. Aber hier? Und auch noch bei der Hauptstraße? Vielleicht liegt es am Krieg. Alles voller Leichen, Blutgestank, verbranntes Fleisch. Das kann die Monster irre machen. Die Menschen auch. Besiedelte Gebiete, du näherst dich einem Dorf, störe dessen Frieden nicht. Denk daran, Wachen tolerieren Diebstahl nicht und sehen es auch nicht gern, wenn du andere übermäßig belästigst. Oft werden von den Einwohnern Anschlagbretter in Siedlungen wie Dörfern und Städten aufgestellt. Diese Anschlagbretter sind auf deiner Karte mit Rup markiert. Wirf einen Blick auf sie, um dich über Aufträge, Hexerarbeit und lokale Ereignisse zu informieren. In Weißgarten müssen wir uns in Acht nehmen. Wir sollten verschwinden, sobald wir etwas erfahren haben. Kreis, um abzusteigen, das ist gut. Aber das müssen wir nicht, das macht Geralt jetzt von selber anscheinend. Nicht so schnell, Plätze. Jo. Das Absteigen hätten wir auch selber machen können. Wir sind schon groß. Was? Nimm das runter, sonst gibt's Ärger. Das ist ein Waffenrock. Die temerischen Lilien, die hängen da zurecht. Du bist nicht mehr in Temerien, Alter, sondern in Nilfgaard. Du kannst mich mal. Mit solchen Ungeziefer-Mutanten trinke ich nicht. Tut mir leid wegen dieser Gauner. Macht nichts. Das sind wir gewöhnt.
Die Leute sind recht nervös hier. Armeen sind durchgezogen. Jetzt treibt sich ein Greif hier rum. Mhm. Wir hatten schon das Vergnügen. Er hat deinen Verwandten Brahm angegriffen. Brahm? Wie geht es ihm? Er lebt. Lässt dich grüßen. Werte Hexer, Essen und Trinken gehen aufs Haus. Was kann ich euch bringen? Warum war sie denn jetzt zum Schluss auf einmal so laut? Was war denn jetzt los? Dialoge, Handel. Durch Optionen, die mit einem Geldsack, würde ich mal meinen, markiert sind, wird ein Handelsfenster geöffnet. Okay. Wir suchen nach einer Frau. Zeig mir, was du zu bieten hast. Das könnte man jetzt auch falsch verstehen. Ganz schön, was los hier? Kümmert sich schon jemand um den Greif? Ich nehme mal stark an, dass es so ist, dass das Gelbe gefragt werden muss. Die anderen können gefragt werden, so verstehe ich das jedenfalls. Ganz schön. Ne, wir waren gerade beim Greifen. Gibt es schon einen Vertrag wegen des Greifs? Nein, noch nicht. Früher hätte der Dorfälteste sofort eine Kollekte organisiert oder den Herrn um Hilfe gebeten, wenn sich hier ein Monster niedergelassen hätte. Aber jetzt geht er nicht mal mehr aufs Klo, ohne die Schwarzen um Erlaubnis zu bitten. Und den Herrn haben sie wohl aufgehängt. Also, nein, kein Vertrag. Schade, wir hätten was tun können, aber nicht umsonst. Ganz schön was los hier. Hier ist ja richtig was los. Das ganze Land ist unterwegs. Suchen nach Verwandten oder nach Schutz vor den Armeen. Essen, Trinken und ein warmes Nachtlager brauchen sie alle. Dann ist der Krieg bisher gut für dein Geschäft? Bisher schon. Frieden wäre mir trotzdem lieber. In diesen Zeiten weiß man nie, was einen am nächsten Tag erwartet. Wohl wahr. Auf einmal kommt dann irgendwie ein Greif von oben geflogen. Dann Süße, zeig mal, was du zu bieten hast. Zeig mal, was du so hinter dem Tresen hast. Handeln, kaufen und verkaufen gegen die Eis, das ist doch klar, das ist... Ja, okay, da geht das mir dann doch ein bisschen zu weit. Und ich glaube, das Wichtigste haben wir jetzt auch schon irgendwie. Naja, egal. So, jetzt, ich muss mir hier erstmal eine Übersicht verschaffen. Das ist unsere Ausrüstung, ist nicht vorhanden. Nützliches haben wir eine Fackel. Jennifers Brief. Waldkauz. Und gegrilltes Hühnerbein. Sie hat 168 Gold. Und hier haben wir sonst überhaupt nichts. Aber sie hat ein bisschen was. Was? Ein Alkohol. Was wird für alchemistische Zubereitung verwendet? Aber ich hätte gern lieber Brot. Oder hier... Wirkdauer Essen, regeneriert Vitalität, ist auch nicht schlecht. Wie viel Gold haben wir denn? 250, sehe ich das richtig? Weil wir werden... Yes, Brot. Ich muss mir hier erstmal eine Übersicht verschaffen. Echt. Backkartoffel. Brot. Ganz einfach Brot. So. Wir haben, glaube ich, noch 3 Stück. Da haben wir uns noch 3 weitere. Das wären 51 Dollar. Und wenn sich jetzt die 250 zu 100, zu 200 entwickelt, habe ich recht. Jawohl, als 199. Das daneben ist anscheinend die Last, die wir tragen können. Alraunenlikör. Das ist alles für die Vitalität allerdings, ne? Ja, oh, lecker. Ein paar Trauben. Ah, und das ist... Okay. Und Brot ist vom Gewicht. Ich merke, ihr merkt, es geht schon wieder los. Ich habe Gedanken und die sollte ich definitiv teilen. Denn jetzt sehen wir ja unten, Essen regeneriert Vitalität. Und ich habe erst überlegt, was das rechts daneben bedeutet. Aber das ist natürlich dann das Gewicht, wie schwer das ist. Okay. Nee, haben wir noch Wasser. Wasser wäre noch gut. Ganz einfaches Wasser. Was sind denn das hier für Karten? Drachenjäger von Grinfried. Diese Karte nehmen eine Karte mit demselben Namen. Was, warum haben wir hier Karten? Das werden wir wahrscheinlich noch erfahren.
Schnaps. Alchemie, das werden wir alles noch erfahren. Äpfel, aber Wasser ist nicht da, oder? Ist das hier was? Pfefferwodka. Wodka. Nein, wir belassen es erstmal jetzt dabei. Wir suchen nach einer Frau. Wir suchen eine Frau. Schwarze Haare, veilchenblaue Augen, schwarz-weiß gekleidet. Kam aus Richtung Weidendorf geritten. Und es mag seltsam klingen, aber sie riecht nach Flieder und Stachelbeere. So eine Frau habe ich weder gesehen noch gerochen. Ich würde mich wohl erinnern. Ja, es ist schwierig, sie zu vergessen. Aber hier sind viele Reisende von überall her. Vielleicht lohnt es sich, nach ihr zu fragen. Dialog. Gespräch beenden. Durch Dialogoption mit wird das Gespräch beendet. Okay. Wir sollen hier mit den Leuten drin reden. Wir wurden ja schon bestens begrüßt. Vielen Dank für alles. Danke. Für alles. Okay. Du trink deinen Schnaps. Soll ich dir beim Verbinden helfen? Bitte. So tatterig bin ich noch nicht. Dann frag ich nach Jennifer. Mhm. Aber denk dran, besser keine Aufmerksamkeit erregen. Ich kann nichts versprechen. Hast du gehört? Die Schwarzen vermessen die Felder. Lass sie doch, solange sie nicht die Ernte verbrennen. Oh, Drommle. Du bist dümmer als ein Hahn ohne Kopf. Warum ziehen sie die Linien, hm? Um unser Land aufzuteilen und ihren Leuten zu geben. Hier können wir mal wieder Kerzen ausmachen. Mit ihr haben wir schon geredet. Fangen wir einfach mal bei den beiden hier vorne an. Mit Bauer. Ich suche jemanden. Und wir suchen Ruhe und Frieden. Geh mir aus den Augen, Mutant, bevor dein Atem mein Bier sauer werden lässt. Ich will nur reden. Rede. Ah, das... Bei Optionen, die mit diesem Dreieck markiert sind, setzt du das Axi-Zeichen ein, das andere beeinflusst und ihnen deinen Willen aufzwingt. Um besonders widerspenstige Personen zu verhexen, die Axi sonst möglicherweise widerstehen könnten, investiere in die Fertigkeit Täuschung im Charakterfenster. Da es uns gerade erklärt wird, setzen wir es jetzt mal ein. Eine schwarzhaarige Frau in schwarz-weißer Kleidung. Habt ihr die gesehen? Redet. Sie ist angeblich vor ein paar Tagen durchs Dorf galoppiert. So schnell, dass sie Radobor in den Graben geritten hat. Wo ist sie hin? Weiß nicht. Viele Spuren führen weg von der Hauptstraße. Sie kann überall hingeritten sein. Verdammt, Leute! Der Mutant kapert Mieszkos Verstand! Mhm, und deine Zunge nehme ich auch gleich, wenn du nicht still bist. Kann ich jetzt nicht? Verschwinde! Wir reden nicht mit dir. So habt ihr doch schon längst getan. Nur noch mal ganz kurz zum Thema Länge der Folgen. Das muss ich erstmal schauen, wie sich das einpendelt. Also ich denke mal, dass wir bei mindestens 25 sind. Bei 25 Minuten wie bei Skyrim. Weil ich glaube, 20 Minuten wären an sich zu wenig. Ihr könnt gerne auch mal was dazu sagen, was ihr denkt, was die angemessene Länge für eine Folge wäre. Aber ich glaube, wenn wir uns zwischen 25 und 30 Minuten einpendeln, ist das, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Können wir denn hier mit der Katze reden? Ihre eigenen Bildkarten. Außerdem gibt es Spezialkarten. Willst du nicht lieber Krieg spielen? So. Bis du das Spiel in meinen Kopf gekriegt hast, geht doch die Sonne auf. Das wird wahrscheinlich dieses Kartenspiel sein. Wofür wir Karten kaufen Was können. Was für eine Zeitverschwendung. Die Erde umkreist die Sonne, bevor du diese Regeln verstehst. Hast du kurz Zeit? Warum nicht? Aldert Geert, Assistenzprofessor für zeitgenössische Geschichte an der Akademie Ochsenfurt. Geralt von Riva, ausgebildeter Hexer. Ich suche nach einer Frau. Lange Haare, schwarz-weiße Kleidung. Hast du so jemanden gesehen? Natürlich nicht. Im Gegensatz zum Pöbel weiß ich, dass die Reiterin des Krieges ein Hirngespinst ist. Reiterin des Krieges? Wer soll das sein? Was machst du hier? Ist der Krieg schon nach Norwegen? Reiterin des Krieges. Reiterin des Krieges? Worum geht es da? Um ein Omen, sagen die Leute. Eine schöne Phantomfrau reitet nachts durch die Felder. Sie entspricht deiner Beschreibung. Armeen folgen ihr und ihren Weg zu kreuzen bedeutet Unglück. Den letzten Teil kann ich bestätigen. Weißt du, wo sie gesehen wurde?
Nein, ich interessiere mich für Tatsachen, nicht für Märchen. Was machst du hier? Hier würde ich keinen Gelehrten erwarten. Du fliehst wohl vor dem Krieg. Ganz im Gegenteil. Ich bin hinter ihm her. Ich will zur Front. Lebensmüde? Ich suche Wissen. Das ist mir wichtiger als das Leben selbst. Diesen Durst kann kein verstaubter alter Foliant stillen. Ich will die Invasion Nilfgaards mit eigenen Augen sehen, sie verstehen und in meiner Chronik aufzeichnen, meinem Hauptwerk. Geh zu deinen Büchern zurück, schreib über den Krieg, wie er wirklich ist. Es braucht auch jemanden, es braucht auch Augenzeugen, ne? Interessant. Wir brauchen jemanden, der den Krieg beschreibt, wie er wirklich ist. Keine bunten Banner und bewegende Ansprachen von Generälen, sondern Vergewaltigung, Grausamkeit und sinnlose Gewalt. Ah, wie ich sehe, fehlt dir der Schliff der Akademie. Vergewaltigungen und Grausamkeit sind Details, die im Kriegsverlauf nicht zählen. Zierat auf dem Mantel des Konflikts sozusagen. Hm. Sag das den Leuten, deren Häuser niedergebrannt wurden. Okay, nö, leb wohl. Ich muss los. Bis dann. Warte mal, Hexer. Du bist doch ein Mann von Welt. Spielst du vielleicht Gwind? Nein. Hab auch keine Zeit, es zu lernen. Aber die Regeln sind ganz einfach. Komm, wollen wir spielen? Wollen wir das noch kurz machen? Vielleicht können wir damit ja ein bisschen Geld bekommen. Warum nicht? Wunderbar. Also, es funktioniert so. Willkommen bei Quint. Die Quintessenz ist ein altes Kartenspiel der Zwerge, das den Zusammenstoß zweier Armeen darstellt. Die Spieler sind Generäle, die Karten sind ihre Streitkräfte. Wisst ihr was? Lasst das uns die nächste Folge machen. Wir sind jetzt erstmal, wir kommen langsam erstmal in diese ganze Geschichte rein. Erstmal, es ist ein bisschen holprig, aber es geht voran. Wir wissen jedenfalls, dass das, was wir in der ersten Folge erlebt haben, nur ein Traum, eine Rückblende, eine Mischung daraus war. Und jetzt sind wir im Hier und Jetzt mitten im Krieg und wir suchen Yennefer. Wir haben, wenn ich es richtig gesehen habe, noch einen in der Herberge, den wir dann befragen können dazu. Aber erstmal scheinen wir dann in der nächsten Folge zu lernen, wie Quint funktioniert. Klingt auf den ersten Moment erstmal interessant. Ob es das wirklich ist, erfahren wir dann beim nächsten Mal. Danke, dass ihr eingeschaltet habt und dann bis zum nächsten Mal bei Witcher 3.